Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem brandneuen Video und zu einer neuen Folge meines Formats Fußball-Schuh-News. Und heute geht es um das Thema Nike. Da hatten wir in der Vergangenheit ja sehr, sehr viel zu berichten. Und heute geht es speziell um Sergio Ramos, der wohl auch Nike verlassen wird. Was dahinter steckt, warum Nike immer mehr Spieler verliert und wohin Sergio Ramos vielleicht wechselt. Das gibt es im heutigen Video, also viel Spaß dabei und let's go! Um das Thema Nike. Wir hatten das ja in der Vergangenheit sehr, sehr häufig, dass man immer mehr Nike-Spieler sieht, beziehungsweise ältere Nike-Spieler sieht, die wohl die Marke verlassen werden und was auch der Plan von Nike dahinter ist. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, gerne mal die Infokarte abchecken. Heute soll es wie gesagt nochmal um dieses Thema gehen, aber speziell um Sergio Ramos. Den hatten wir auch schon in der Vergangenheit, aber an diesem Wochenende sind sehr, sehr viele Bilder von Sergio Ramos in die Welt gegangen, habe auch sehr, sehr viele von euch zugeschickt bekommen. Es geht um eine Insta-Story, damit hat das alles angefangen, und zwar von Sergio Ramos selbst, wo er wieder auf dem Platz im Training ist, aber er leider wieder verletzt. Und man schaut mal auf den Fuß, was kann man erkennen, den Adidas Copa 20.1. Eigentlich Sergio Ramos ja ein Nike-Spieler mit dem Nike Tempo Legend 8, aber jetzt wohl mit dem Gegenstück von Adidas, kann man fast schon sagen, zum Tempo Legend, den Copa 20.1, den hier Sergio Ramos am Fuß trägt. Das hat er dann quasi das ganze Wochenende im Training angehabt. Wir haben ja auch ein Video, wo man ihn sieht beim Training, wo er mit dem Adidas Copa die ersten Einheiten macht und hier das Colorway aus dem aktuellen Adidas Pack zu sehen ist. Ein sehr, sehr spannender Fund, weil, wie gesagt, Ramos ja eigentlich bei Nike sogar einen eigenen Signature-Schuh hat und jetzt bei der größten Konkurrenz, und zwar Adidas, den Copa trägt. Sehr, sehr spannendes Thema, aber das war noch nicht alles von Sergio Ramos. Und zwar ein weiteres Video vom Wochenende, wo er nochmal trainieren war, sieht man am Fuß nochmal einen anderen Fußballschuh, einen Blackout-Fußballschuh. Ist relativ schwierig zu erkennen, welchen Fußballschuh er dort trägt, aber ich bin mir relativ sicher, dass es der New Balance Tequila V3 ist. Den hatten wir auch schon in einer Episode, da ist Sergio Ramos mit dem Fußballschuh schon unterwegs gewesen und jetzt auch wohl nochmal im Training, um den Schuh zu testen. Sprich, Ramos probiert sich gerade so ein bisschen aus, ist wohl bei Nike nicht mehr allzu glücklich, so sieht es zumindest aus, weil er, wie gesagt, jetzt vor ein paar Wochen mit New Balance Fußballschuhen gesichtet worden ist und jetzt auch mit Adidas und wieder New Balance. Also sehr, sehr spannendes Thema. Es ist nichts offiziell. Bei Ramos kam das in der Vergangenheit schon ein paar Mal vor, dass er Fußballschuh getestet hat im Training, aber so häufig in kurzer Zeit definitiv nicht. Weshalb das Ganze natürlich sehr, sehr spannend ist und ich bin mal sehr gespannt, wie es da bei Nike weitergeht. Wie gesagt, es sieht ja so ein bisschen aus, als würde Nike einen Generationswechsel so anstreben. Hat man ja aber zum Beispiel bei Robert Lewandowski gesehen, der jetzt bei Puma schon zwei Modelle getestet hat. Ist auch noch bei Nike, wie gesagt, ist alles nichts Offizielles. Die testen die Schuhe natürlich vorher, müssen gucken, fühlen sie sich überhaupt wohl. Aber zweimal nacheinander Puma-Fußballschuh, auch sehr, sehr verdächtig. Raheem Sterling hat inzwischen zeitlang nur New Balance-Fußballschuh getragen. Und wir haben gleich noch in dieser Folge einen weiteren Nike-Spieler, der wohl scheinbar die Marke verlassen wird. Wir können auch mal eine extra Folge machen über das Thema Nike, wo der Plan von Nike dahinter steckt. Kann man nämlich so ein bisschen an der Dream Speed Free Reihe erkennen. Können wir gerne mal ein extra Video zu machen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Und jetzt natürlich schon mal direkt eure Meinung, zu welcher Marke soll das Sergio Ramos wechseln, in den Kommentaren beantworten. Einfach, wohin würdet ihr Ramos gerne sehen? Sollte er bei Nike bleiben, bei Adidas, bei Puma oder vielleicht auch New Balance? Einfach mal euer Feedback in den Kommentaren. Bin sehr gespannt, was ihr meint. Wie gesagt, wir können gerne mal eine extra Episode machen zum Thema Sergio Ramos, beziehungsweise zum Thema Nike, was eigentlich der Plan von Nike ist. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Thema Fußballschuh-News. Sprich, wir haben natürlich auch wieder Zuschauereinsendungen und ich habe auch ein paar Fundstücke für euch dabei. Wir starten mal direkt mit einem Profi, den wir jetzt vor kurzem wieder sehr, sehr krass gesehen haben. Und zwar dem hierbei von Bayern 04 Leverkusen, der ein sehr, sehr krasses Freistoßtor geschossen hat. Und schauen wir mal auf den Fuß von ihm und wir sehen hier ein sehr, sehr altes Puma-Modell, sehr, sehr cool zu sehen auf jeden Fall. Sehr, sehr cooles Colorway. Ich kann euch mal den Schuh einblenden, wie er normalerweise aussieht. Beziehungsweise das heißt normalerweise nochmal größer. Finde ich mega cool und passt irgendwie auch so ein bisschen zu ihm. Deswegen sehr, sehr cooler Fund auf jeden Fall, dass man dann in der Bundesliga wieder was Besonderes sieht. Und dann haben wir hier eine coole Einsendung und zwar von Nap. Und zwar haben wir hier, wenn ich es genauer mache, Moiskin. Und zwar mit dem Nemesis Plus aus dem neuen Pack von Adidas, das Position to Blur Pack. Sehr, sehr krasser Fund auf jeden Fall.
Sieht auch extrem cool aus, passt tatsächlich relativ gut zum PSG-Trikot und auch hier haben wir wohl einen Boot-Switch vor uns. Also sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall, deswegen Grüße raus an die Einsendung. Dann, ja, kann man fast schon sagen, ein Fail. Und zwar hat ein Angriffsspieler, ich weiß nicht genau, also ich kenne ihn nicht, aber auf Instagram relativ häufig gesehen, und zwar hat der den Algas Copa für 2021 geleakt, sprich er hat sich im Training den Fußballschuh wohl getestet und hat dann dabei ein Bild gemacht in der Kabine und hat das Ganze online gestellt. Ich glaube, Algas wird sich darüber nicht freuen, weil der Fußballschuh eigentlich noch geheim ist, aber da wird es wohl bald sehr spannende Neuigkeiten geben. Ich kann euch auch schon mal sagen, ich werde den Fußballschuh vorab testen dürfen, sprich da werdet ihr auf dem Fußballschuhkanal Nummer 1 definitiv informiert, was das Thema Algas Copa angeht. Dann schauen wir weiter, was wir hier noch weitere Zuschauereinsendungen haben. Und zwar hier einmal vom Moi, heißt der auf Instagram, Moi, drei Ausrufe zeigen. Und zwar haben wir hier einen Real Madrid-Spieler, den ihr mittlerweile auch gut kennen solltet, hatten wir auch schon zweimal am Start. Und zwar am Fuß sehen wir den Nike Vapor 13, den Kylian Mbappé Colorway, in diesem pinken Colorway. Ein sehr, sehr cooler Fußballschuh und extrem cool zu sehen. Und dass hier auch ein Spieler, der offensichtlich nicht Kylian Mbappé ist, den Schuh trägt, haben wir auch schon in der Vergangenheit bei Liverpool gesehen, dass der Fußballschuh dort zum Einsatz kam und jetzt auch bei Real Madrid Profi. Sehr, sehr cool zu sehen. Ich finde das Colorway sehr, sehr cool und finde ihn als Vapor tatsächlich nochmal cooler im Vergleich zum Superfly. Was haben wir hier noch Schönes? Dann, wie angesprochen, das Thema Nike nochmal. Und zwar haben wir hier Asensio und wir schauen mal auf seinen Fuß, wo wir bei Real Madrid mitgepostet gesehen haben. Und zwar trägt er normalerweise den Nike Vapor, aber jetzt wohl als Blackout-Variante, sprich, das ist übermalt worden, weil er wohl Nike scheinbar verlassen wird. So sieht es zumindest aus. Das ist immer ein Zeichen, den Fußballer ihre Fußballschuhe unkenntlich machen. Zum Beispiel bei Cuadrado haben wir es gesehen, dass er die drei Streifen entfernt hat. Und hier sehen wir es bei Asensio, dass er den Nike Vapor in diesem gelben, ich glaube, das war das Daybreak Pack, übermalt hat, um nicht mehr kenntlich zu zeigen, dass er Nike unterstützt oder bei Nike unter Vertrag steht. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Mal gucken, was da in Zukunft natürlich noch bei Sergio Ramos kommen wird. Was bei Asensio noch kommen wird. Sieht wohl aus, als würde Nike verlassen. Bin auch mal gespannt, wohin, aber auch ein nächster Nike-Spieler, der den Verein, sage ich schon, die Marke wohl verlassen wird. Bleibt spannend, weil es da Neuigkeiten gibt, wisst ihr natürlich, hier werdet ihr informiert. Und dann eine sehr, sehr coole Zuschauereinsendung, und zwar von Dani8.736. Und zwar haben wir hier einen sehr, sehr coolen Fund. Und zwar schauen wir uns mal auf die Sohle vom Nike Phantom GT. Und das ist ganz klar eine Customized Fußballsohle. Ich kann euch mal den normalen Phantom GT zeigen. Zum Vergleich, das ist die Sohle, die reguläre Sohle vom Nike Phantom GT. Sehr, sehr eigenartig, kann man eigentlich sagen. Ein sehr, sehr cooles System, aber scheinbar aber nicht beim Spieler sehr, sehr gut angekommen zu sein. Es kann zum Beispiel daran liegen, dass hier auf der Innenseite keine Sohle mehr vorhanden ist und deswegen der Schuh leicht nach innen sich neigt. Das könnte zum Beispiel bei Verletzungen dann Vorteil sein, wenn man hier auch nochmal eine Stollenplatte hat. Sieht sehr, sehr komisch aus, ich muss sagen, sieht aus wie so ein bisschen Rentnerschuhe. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Fund und sehr, sehr cool, dass es Dani hier nochmal gesehen hat, weil man hier, wie gesagt, genauer hingucken muss. Habe ich sonst nirgends gesehen, aber bei FC Barcelona hat es gepostet. Also sehr, sehr spannend, definitiv. Und ich würde sagen, wir machen noch den letzten Fund für heute. Und zwar haben wir noch Antoine Griezmann, der ja wieder sehr gut in Form ist bei FC Barcelona mit seinem Puma Ultra 1.2. Haben wir, wie gesagt, letzte Woche, vorletzte Woche schon getestet. Sehr, sehr cooler Fußballschuh, hat sich nicht allzu viel verändert im Vergleich zum 1.2. Sprich, die Performance ist eigentlich die identische. Aber falls ihr das nicht mitbekommen habt, checkt gerne mal das Review aus, da findet ihr alle Informationen zum Schuh. Aber auf jeden Fall wieder sehr, sehr coole Fundstücke. Ich kann euch jetzt auch schon mal sagen, am Mittwoch wird es dann nochmal eine nächste Folge Fußballschuh-News geben. Da werden wir noch die restlichen Zuschauereinsendungen, die restlichen Fundstücke haben. Das war's auch zur heutigen Folge Fußballschuh-News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Ihr habt es auch gehört, es wird am Mittwoch nochmal eine Folge geben. Und zwar, kleiner Teaser, es geht um Lionel Messi. Wird sehr, sehr spannend. Falls ihr in den kommenden Folgen am Start sein wollt und euren Fußballschuhfund hier präsentieren wollt, einfach eine Nachricht bei Instagram schreiben. Link dazu natürlich in der Beschreibung.
und dann seid ihr vielleicht schon in der nächsten Folge am Start. Diese Woche wird es auf jeden Fall wieder sehr, sehr cool. Auron Stream ist am Start und es geht dann bald hoffentlich los mit unserem kleinen Adventskalender, wo es auch wieder Gewinnspiele gibt. Also seid definitiv gespannt. Falls ihr das alles nicht verpassen wollt, wisst ihr natürlich, was ihr tun müsst, und zwar den Kanal abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren, dann seid ihr immer auf dem aktuellen Stand und ihr wisst, die aktiven Leute werden hier auf jeden Fall belohnt. Also macht ordentlich Welle. Das war's zum heutigen Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.